Oh, ist der nicht niedlich? Das ist wahrscheinlich die Mama. Und hier ist unser Geschwisterchen. Auch der Papa. Ach, wie schön. Ja, vier Geschwisterchen können noch schlüpfen. Hier sind noch vier Eier. Ich hoffe, die kommen noch. Oh, da ist gerade einer geschlüpft. Hallöchen. Na, du Kleiner. Der ist viel winziger als wir. Guck mal. Ich glaube, ich hatte echt Glück. Ich bin ein großes Baby. Das Schöne ist ja, wenn man als Baby schlüpft, dann bekommt man schon drei Mutationen vererbt. Können wir mal kurz reingucken, was wir bekommen haben. Okay, wir verlieren Wasser langsamer. Schaden wird in Ausdauer generiert, das ist auch ganz gut. Oder umgewandelt. Und unsere Diäten gehen langsam mal wieder runter. Sehr, sehr praktisch. Weiß halt nicht, wo wir gerade sind. Aber wir sind schon relativ viele. Und der hier ist einfach wirklich mit Abstand der Kleinste. Der Hellaray. Ein Winzling. Na, zwei Eier sind noch da. Ah, da ist ein Baby wieder geschlüpft. Der ist sogar ein bisschen größer, glaube ich. Das ist immer so cute. Na, du Kleiner. Okay, ich brauche jetzt auch mal Essen. Achso, ich muss vom Nest runter, glaube ich. Dankeschön. Oh, das Ei ist ganz alleine. Ich wärme das jetzt. Ich brüte jetzt das Geschwisterchen aus. Ich hoffe, da schlüpft noch ein Baby. Ja, das letzte Ei will irgendwie nicht schlüpfen. Echt schade. Es fängt sogar schon an zu regnen. Oh, das Nest wird jetzt auch kaputt gemacht, glaube ich. Oh nein. Das war's mit dem letzten Ei. Also kein Geschwisterchen mehr. Schade, schade. Wie das aussieht, der Rauch. Gott, was wird denn hier gemacht? Hier wird Kämpfen geübt. Oh, hier liegt aber auch ein kleiner toter Tenno. Hat er den gerade gekillt? Ich glaube nicht, oder? Weil da sind schon die Fliegen bei. Der ist wahrscheinlich schon länger tot. Also ein Geschwisterchen hat schon erwischt. Ja, jetzt heißt es warten, dass wir ein bisschen wachsen. Ich chill hier als Einziger mit der Mama. Die anderen sind alle am Toben. Ich werde auch nochmal schnell nach Nahrung betteln. Aber ich kann es gar nicht mehr. Schon vorbei. Ich schau mal kurz, wo wir sind. Also so ein bisschen erkunden möchte ich dann schon. Okay, ich weiß, wo wir sind. Diese Felsspalte da vorne kenne ich. Hier war ich die letzten Mal als Croc unterwegs. Oh, das ist interessant. Na, Papa haut leider ab, dann gehe ich nicht trinken. Ich gehe lieber wieder zurück. Oh, da war einfach Cerato neben mir. Ich war gerade in den Settings. Oh mein Gott, da bin ich fast gestorben. Oh, guck mal. Ist aber kein Geschwisterchen, das ist ein Dryo. Ach, wie schön. Jetzt haben wir sogar einen Freund, der kann höher springen als ich. Aber wir müssen aufpassen, hier sind halt Fleischfresser in der Nähe. Also das Leben kann schnell vorbei sein. Es geht ab, kleiner Dryo. Jetzt sehe ich aus wie du, wenn ich mich aufstelle. Oh, ich gehe auch was trinken. Mit der Family.
erste Mal eigenständig trinken. Ist das nicht schön? Oh, wer kommt denn da ins Land? Noch mehr kleine Freunde. Jetzt fühle ich mich sicherer. Die sind nämlich viel leckerere Fleischbällchen als ich. Die werden bestimmt eher gesnackt als ich, die beiden Stachelfreunde. Ich glaube, ich muss aber auch gleich hier mit rüberschwimmen. Ich bleibe am besten bei dem Papa. Wenn der rüber geht, gehe ich auch rüber. Meint ihr, ich komme hier hoch? Ey, ich will auch da hoch. Das ist gemein. Bin nicht so sportlich wie du. Oh, wobei? Ah, ich hab's geschafft. Guck mal, mein Dryo-Freund freut sich auch. Was sind wir eigentlich für ein Geschlecht? Aber wir sind Männchen, das ist gut. Ich habe übrigens noch diese Mutation gelernt, dass ich am Tag schneller Leben regeneriere und schneller laufe. Oh nein. Habt ihr das gehört? Das war einer der kleinen Stachelbrüder. Kleiner, keine Sorge, wir adoptieren dich. Du bist nicht allein, mein Süßer. Bleib einfach bei uns, okay? Es tut mir sehr leid für deinen Freund. Na guck mal, der Stego wird auch geschützt von unseren Größeren. Na, den müssen wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Der ist jetzt Teil unserer Familie. Ich leg mich mal zu den Großen hier. Wobei ich auch schon echt gewachsen bin, oder? Es geht echt super schnell als Theno. Zumindest optisch. Ich glaube, an sich sind wir noch nicht so weit. Ne, 20%. Wir sind sogar noch hier Hatchling. Aber es wurde nochmal eine Fuhre Eier gelegt. Oha, das sind ja richtige Brutmaschinen. Das heißt, wir kriegen noch mehr Geschwisterchen. Oh, der Papa hat gerade geschrieben, dass wenn wir bei 50% Wachstum sind, die Herde verlassen müssen. Lecker Blumen. Ich bringe auf jeden Fall noch was für die Familie mit. Oh, hier hat jemand gekotzt. Was ist denn hier passiert? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Futter mitgebracht für die Mama. Dann kann sie auch was essen, während sie ausbrütet. Oh oh, die werden angegriffen. Ich will da jetzt gerade ehrlich gesagt nicht hingehen, ich bin noch viel zu klein. Ah, das ist nur ein kleiner Zerrer, also alles gut. Da wird nichts passieren. Ja, der schwimmt rüber da hinten. Aber das erklärt natürlich die Kotze. Wahrscheinlich hat der vorhin auch einfach reingebissen in einen von uns. Da ist ein Baby geschlüpft. Oh, ist der winzig. Oh, der greift aber an. Warum greift der den Dryo an? Ein aggressives Baby auf jeden Fall. Der hat sogar schon Narben, der kleine Dryo. Ja, das hat er davon. Pech gehabt, würde ich sagen, ne? Oh, armer Dryo. Da ist ein Croc. Oh mein Gott. Aber das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass ich hier jetzt rüber kann. Wenn das Croc jetzt gerade da ist. Weil ich muss hier hin, wegen den Diäten. Oh Gott, die Pflanze ist ja richtig gefährlich. Einfach so direkt am Ufer. Na, einmal mache ich noch. Ich höre doch hier schon wieder irgendwas im Wasser.
Ich glaube, das Croc ist hier irgendwo. Schwimmt doch hier rum, oder nicht? Oh, da oben wird aber angegriffen. Da war wieder das Croc. Es verfolgt uns halt. Oh Mann, das ist so gruselig. Da vorne schwimmt's. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, das ist noch ein Croc. Das ist noch größer sogar. Oh, ist das gefährlich hier. Jetzt aber schnell hier rüber. Dann ist hier hinten hoffentlich gerade keins. Oh mein Gott. Oh, guck mal, wer wieder da ist. Der kleine stachelige Freund ist wieder da. Ach, wie süß. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich schon vermisst. Hier vorne sind noch wieder einige Babys geschlüpft. Und noch einer. Oh, so süß. Die sehen sogar aus wie ich, oder? So ein bisschen. Na los, mach den Kopf hoch. Schaffst es, kleiner Neugeborener. Oh, sweet, er freut sich. Jetzt heißt es auf jeden Fall Abschied nehmen. Danke für alles, Eltern. Guck mal, der Mond kommt raus. Wie schön. Na, es ist Zeit für eine neue Generation, ne? Ich bin übrigens nicht allein, wie ihr sehen könnt. Western begleitet mich. Tschüss, mein Kleiner. Viel Glück. Wir hauen jetzt ab. So, jetzt heißt es endgültig Lebewohl. War wirklich schön. Aber irgendwann müssen wir auch unser eigenes Leben beginnen. Das sieht schon wieder echt atmosphärisch hier aus. Der Himmel sieht immer so cool aus mit dem Mondschein. Oh nein. Ein bisschen viele. Oh oh. Sehr vorsichtig, Western. Nicht runterfallen. Nicht die Knochen brechen. Es waren, glaube ich, 3 Zeras, die uns verfolgt haben. Die sind halt. Das sind 4, glaube ich, sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen rennen um unser Leben. Die sind immer noch hinter uns. Oh no. Nein. Mein Bruder ist gestorben.
Die haben ihn erwischt. Ich muss weiterrennen. Oh nein. Das ist ein kleiner Zera. Na, der soll sich mal voll fressen. Es sind überall Leichen. Oh no. Gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Als Pflanzenfresser ganz alleine zu sein, finde ich immer echt schwierig. Weil auf dem Server hier sind immer echt große Fleischfressergruppen unterwegs. Immer so 4 Zeras oder 4 Kanos und sowas zusammen. Wenn ich dann da alleine auftauche, dann habe ich eigentlich keine Chance. Ich kann halt nur hoffen, dass ich erst Pflanzenfresser finde und dann Fleischfresser. Wenn die Reihenfolge andersrum ist, habe ich ein Problem. Oh mein Gott, da vorne sind Stegos. Ich hoffe, die adoptieren mich. Seid ihr lieb? Darf ich euer Freund werden? Sieht ganz so aus, oder? Aber zusammen trinken und essen stärkt die Gemeinschaft. Das sieht immer so cool aus mit dem Tau. Ich mag das richtig gern morgens an dem See hier. Der ganze Nebel. Oh, so ein gemeinsames Schlammbad stärkt natürlich auch die Gemeinschaft. Da bin ich aber sowas von dabei, liebe Stegos. Bisschen Wellness. Das lasse ich mir nicht entgehen. Sehen wir alle gleich aus. Oh, da ist ein Raptor. Ich bin sogar einmal erwischt. Ja, der soll ruhig wissen, dass er hier uns nicht zu nahe kommen soll. Oh, da vorne ist ein Zera. Sogar mehrere. Oh no. Das sind bestimmt die, die meinen Bruder getötet haben. Die Zeras sind immer noch hinter uns. Verfolgen uns noch. Okay, komm her. Jetzt wirst du verprügelt. Jetzt hole ich dich. Oh nein, ich habe mich übergeben. Na komm. Ehrlich gesagt, glaube ich, muss ich euch jetzt aber kurz verlassen. Weil ich brauche ganz dringend Wasser und auch was für die Diäten. Deswegen werde ich jetzt erstmal zum Wasser rennen. Oh, was ist da denn? Kleiner Zera. Hallöchen. Du brauchst dich nicht verstecken, ich tu dir nichts. Na, du Kleiner. Dich sieht man sowieso mit deiner hellen Farbe, Mensch. Keine Angst. Ich habe dann erst wieder am nächsten Tag weitergespielt und habe mir Verstärkung in den Discord geholt, nämlich Magnus. Und den wollte ich jetzt gerade treffen. Ich seh, den Herrera sehe ich da oben auf den Klippen. Ja. Und da ist auch der Cerato oben, oder? Der oben links. Naja, der ist oben links. Der ist auch oben drauf, ne? Ich renne jetzt vorbei. Oh, ich glaube, ich werde gleich attackiert. Da kommt irgendwas auf mich draufgelaufen. Bin ich? Nein? Nee. Oh ja, der Cerato ist da vorne im Busch. Du musst aufpassen, ich habe dich gesehen. Und da hängen auch die... Ja, hier ist auch ein Cerato bei mir. Wo bist du? Ich jag den. An der Seite? Ja, ich jag den gerade. Da, ich seh dich. Ja. Keine Schwäche zeigen. Da hängen auch die Hereras, okay. Okay, ich hab ihn gut gekickt. Soll ich rüberkommen? Aber ich hab Angst, dass die Hereras mit irgendjemandem. Ich hab den jetzt schon sehr gut getroffen.
Der andere kommt auch, der andere Cerato, oder? Ja. Okay, dann komme ich jetzt runter zu dir. Ich wollte zu dir kommen gerade. Oh nein, ich habe voll viel Schaden bekommen. Sagt, die hätten wir bekommen, weil der andere war klein noch. Achso, ja, kann sein. Vielleicht hätte ich gar nicht wegrennen sollen. Aber du hättest mir halt nicht helfen können, weil du... Oh. Oh, oh. Wollen wir umkehren? Gallis. Meinst du, die machen was? Dann lass mal eine Gruppe machen. Dann dürfen wir nicht mit denen. Nein, wir. Achso, ja, Entschuldigung. Oh, er kommt. Oh mein Gott. Schreck mich das. Wollen wir ihn jetzt fighten oder nicht? Ja, müssen wir. Linksklick ist Kick, ne? Der will dich aber. Rechtsklick ist Kick. Ich glaube, wir sind aber schneller als der. Wir könnten auch wegrennen einfach. Ich meine, du... Kommt der nicht ran? Ich weiß nicht. Ich kick ihn, glaube ich. Oh, jetzt bin ich stuck. Aber ich habe ihn gut gekickt, glaube ich. Er ist übel blutig schon. Er kotzt. Der ist low. Ich bin auch low. Ich will halt nicht kotzen gerade, ich will ein bisschen chillen. Lass uns weiter. Okay. Ist gerade nicht wert. Wenn das komplett voll ist, kotzt du, dann hast du gar keinen Mageninhalt mehr. Oder kaum noch. Es sind so viele Cerato-Spieler im Moment unterwegs. Ist der OP momentan? Oh, ich bin tot. Ja, ich war halt schon low von dem Fallschaden. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank auch an Magnus fürs Mitspielen. Das hier war die doofe Klippe, die mich quasi umgebracht hat. Also eigentlich kommt man hier ganz gut runter immer. Zumindest als Dibble. Aber man rutscht hier als Tenno halt echt ab. Aber diesmal hatte ich Glück. Naja, so ist das halt manchmal. Schreibt auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.